Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Heute geht's an die erste Bonus-Episode, der Wunsch von Bidiza. Alles klar, lass uns den Tag angemessen beginnen. Unser morgendlicher Jubelruf. Alle zusammen. Erstens, nicht den Plan getragen. Zweitens, willst du kneifen, musst du dich schleifen. Müssen wir schleifen, lol. Drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Na gut, Pokémon, an die Arbeit. Hurra! Herr Doki, lass uns heute unser Bestes für den Gildenauftrag geben. Aufgaben geben. Oh, das Team von Doki, oh, sie sehen heute so fröhlich aus, jawohl, ja. Oh. Ich werde mich auch nicht unterkriegen lassen, jawohl, ja. Mein Name ist Bidiza. Oh, ich bin ein Gildenlehrling. Aber bevor Doki ankam, war ich der neueste Lehrling dieser Gilde. Jawohl, ja. Mein Traum ist es, für die Gilde mein Bestes zu geben. Zu lernen. Und eines Tages. Eines Tages werde ich der beste Erkunde aller Zeiten sein. Jawohl, ja. Aha, das glaubst du nur du, Bidiza, ohne Witz. Bonus-Episode 1. Der Wunsch von Bidiza. Oh, ganz genau. Oh, mein Traum ist es, der beste Erkunde zu sein. Ah nein, das werden Dragon und ich sein, also sorry. Tut mir leid, Bidiza. Ja, dafür habe ich mich zu dem Ort begeben, der unter Erkunden den besten Ruf genießt. Oh ja, ich bin zur Knuddelluftgilde des Gildenmeisters gestoßen. Jawohl, ja. Na gut, dann mache ich mich mal auf den Weg. Bitte grüß mir die Gildenmitglieder, ganz herrlich. Jawohl, ja. Und pass auf dich auf. Du bist ein kleiner Vielfraßen. Nicht, dass du irgendwas Komisches vorderst. Denk daran, solltest du in Schwierigkeiten geraten, kannst du immer noch zu uns zurückkehren. Mama. Oh, das war... Oh. Oh. Ups. Es ist der Vater, okay? Oh ja, gib dir mächtig, großer Bruder. Pass auf dich auf, ja. Ja, hi. Ja, es geht schon. Macht euch keine Sorgen, jawohl, ja. Wenn ich wiederkomme, werde ich berühmt sein. Ich werde euch stolz machen. Wartet nur ab. Donnerwetter, ihr alle. Oh, ich bin nochmal weg. Alles Gute. Wow. Oh, wie süß sie winken. Wie süß. Ist ja knuffig. Also habe ich mein Heimat auch verlassen. Hoi. Ich bin als Lehrling in die Gilde des Gildenmeisters eingetreten. Aber das Training in der Gilde, es ist schwieriger als ich erwartet hatte. Hey, immer noch nicht! Du bist langsam, Bidiza! Ah doch, da bin ich, ja. Puh, es tut mir leid, dass es lang gedauert hat. Hier ist er, jawohl, ja. Hier ist dein Belebersam. Was ist das? Hä? Dies ist ein Schwundsamen, oder etwa nicht? Und jetzt, Schlaumeier, bring mir sofort einen richtigen! Egal, was mir aufgetragen wurde, jedes Mal ging etwas schief. Und dann... Ah ja. Oh, was ist das bloß? Oh, so lecker, oh ja. Bidiza, was machst du denn hier? Aha. Ah, das ist... Das ist der für den Genmeister so wichtige. Perfekter Apfel. Echt? Ein perfekter Apfel? Oh, Donnerwetter. Oh, so nennt man das also. Oh, so eindrucksvoll und lecker. Jawohl, ja. Und sein Herz. Oh, endlich, was im Morgen? Warte, hast du wirklich gerade alle aufgegessen? Oh, jawohl, ja. Entschuldige. Wolltest du auch ein Plaudergei? Wenn du etwas gesagt hättest, hätte ich dir einen übrig gelassen, aber. Was hast du getan? Was hast du getan? Was ist denn nur? Aus aller Wette, habe ich etwas Falsches gemacht? Mehr als so falsch. Wenn seine perfekten Äpfel alle weg sind, dann wird der Gildenmeister. Der Gildenmeister. Oh nein! Wie entsetzlich. Als Bestrafung gibt es für dich heute kein Essen. Verstanden? Menschenskind. Ich habe hab's doch nicht so gemeint. Ja, mein Appetit bringt mich immer wieder in Schwierigkeiten, oh ja. Und jetzt
konnte ich nicht einmal meine Lieblingsmahlzeit essen. Okay. Oh, Donnerwetter, ich wollte auch immer mein Bestes geben. Aber ich vermasselte es immer, jedes Mal. Anscheinend fehlt mir einfach etwas, um ein richtiger Erkunder zu sein. Ich werde nie der beste Erkunder sein, ich schaffe es einfach nicht. Ich bin wirklich so an so zu denken. Aber dann... Dann passierte Folgendes. Drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon, gut, an die Arbeit. Hurra! Hey, Miliza. Ja, oh, was gibt es? Eine Aufgabe für heute. Bitte geh zum Gekleo-Markt und finde heraus, wie viele Sinelbeeren sie heute im Angebot haben. Oh, ja. Stimmt da was nicht, Miliza? Du erledigst doch immer kleine Botenträge für, Botengänge für diesen. Das hast du schon. Oh, Donnerwetter, das ist es nicht. Oh, aber ich habe immer diese kleinen Botengänge erledigt. Ich würde viel lieber mal einen Erkundungsauftrag bekommen, jawohl, ja. Aber denkst du nicht, dass es in der Zeit ist, dass ich einmal einen Job vom Jobinfobrett erledigen kann? Was? Darüber macht man keine Witze. Wenn ich dich jetzt einen solchen Auftrag machen ließe, dann würdest du jetzt, es wohl verpatzen. Ja, na, dann werde ich, muss ich eben, der Traum meines Lebens. Oh, Bidiza, sei nicht so ungeduldig. Du bist nun eben ein bisschen langsamer als die anderen. Na, Donnerwetter, du musst ja nicht so direkt sein. Aber ich weiß, der Tag wird kaum auch du Erkundungsjobs erledigen wirst. Wenn du ein großer Kunde sein willst, dann musst du dich eben erst an die Erkundungsjobs heranarbeiten. Gib dein Bestes und lass dich beim Trainieren nicht hängen. Also sagst du mir, dass ich mich nur gedulden muss. Donnerwetter, ich verstehe. Ich werde Mühe geben, jawohl, jawohl, ja. Ja, genau, die Einstellung lobe ich mir. Nun, da du verstehst, wärst du so freundlich, einen Auftrag zu erledigen, von dem wir gerade sprachen. Bitte geh zum Keckli und Max und finde heraus, wie viele Sinelbeeren sie heute im Angebot haben. Ja, verstanden, Sir. Jawohl, ja. Die Bonus-Episode Der Wunsch von Bidiza mit Bidiza in der Hauptrolle. Du wirst die Geschichte mit Bidiza als spielbaren Charakter bestreiten. Begib dich also zum Keckli und Max der Schatzstadt. Genau wie Plaudergeist es von dir verlangt hat. Und noch etwas. Du kannst deinen Fortschritt beim Wasserloch oder im Bett von Bidiza sichern. Das Wasserloch befindet sich in der Kreuzung geradewegs unterhalb des Ausgangs der Gilde. Und das Bett von Bidiza findest du in den Crew-Räumen der Gilde, indem du erst nach rechts und dann nach unten gehst. Wenn du einen Fortschritt sichern willst, ja, okay. Yeah, wir spielen Bidiza, wow! Welches Level ist Bidiza denn? Level 10, oh wie süß. Tackle, Heuler und Einigler. Okay. Ich habe diese Bonus-Episode noch nie gespielt. Ich glaube, ich habe nur die letzte gespielt. Nur Bonus-Episode 5. Ja. Oh, puh. Oh, da ist der Kekleomarkt. Hallo. Ah, willkommen. Beim Kekleomladen. Womit kann ich helfen? Es tut mir leid, euch zu stören, aber in Wahrheit bin ich nicht gekommen, etwas zu kaufen. Oh ja. Ach, wie immer, also eine Frage zum Lagerstand. Wie schade. Ja, ist schon gut, keine Sorge. Lagerauskünfte geben wir gerne. Wirklich. Welche Seite bekommen Sie heute? Sinelbeeren. Tut mir wirklich leid, euch zu stören. Entschuldigung. Nein, macht doch gar nichts. Dann wollen wir mal nachsehen. Sinelbeeren. Davon haben wir heute zwei. Oh, zwei davon. Okay, vielen Dank. Gib mir meine Bestes bei der Arbeit. Da gibt's sonst noch was? Nein, es gibt nichts. Nichts, das ich noch erledigen müsste. Ich habe nur ein kleines Problem. Oh, was für ein Problem denn? Ja, kannst du ruhig sagen. Ja, nur mach schon Spuck aus. Die Wahrheit ist, dass egal, was ich auch anfasse, es geht immer alles schief. Oh, ich bin nicht der Schnellste und mache ständig Fehler in der Gilde. Ich möchte wirklich ein Erkunder werden, wie all die anderen Gildenlehrlinge. Ja, nun sag mir, um möglichst schnell ein echter Erkunder zu werden. Was soll ich machen? Und wenn das nur das ist, du brauchst einfach eine TM. Eine TM? Ach so, geht das? Genau, mit Hilfe einer TM kannst du eine neue Attacke lernen. Hast du erstmal eine neue Attacke drauf, kannst du anderen eine Hilfe auf Erkundungen sein. Ja, so wirst du ihnen auf jeden Fall eine Hilfe sein. Wie wär's denn mit... da ist sie ja. Wie wär's mit dieser hier? Kraftreserve? Kraftreserve? Oh, das klingt ganz schön stark. Ja, ganz genau. Eine mächtige Attacke. Wenn du diese TM verwendest, kannst du Kraftreserve erlernen. Oh, ist das so?
Mit Kraftreserve wäre ich den anderen eine große Hilfe. Oh, und der Gildenmitglieder würden mich lieber mögen. Oh, nur durch diesen Kauf würde der Tag, an dem ich der beste Erkunder werde, etwas näher rücken. Und, was würde diese Kraftreserve denn kosten? Oh, du bist also interessiert? Wie aufregend. Zum Preis, Augenblick, 6.500. Was? Oh, so teuer. Das überrascht dich? Nun, TMs wäre sehr wertvoll. Aber die ist es anscheinend so teuer, ja? Nein. Einen Augenblick bitte. Was mache ich nur? Was soll ich sie kaufen oder nicht? Ich kann mich nicht entscheiden. Um die Wahrheit zu sagen, ich hätte das Geld dafür. Ich hätte genug Geld, aber ich trage immer... Es ist immer bei mir, 7.000 Poke. Alter. Aber dieses Geld... Es ist so. Wie viel Geld? So viel Geld. Nimm es dir. Als Absichtsgeschenk. Ich wusste immer, dass dieser Tag einmal kommen würde. Daher habe ich für dich gespart. Ich möchte, dass du es für Notfall dabei hast. Man kann ja nie wissen. Oh, Mama. Ach, komm schon. Meine kleine Heususe. Deine Mama unterstützt dich. Auch wenn du weit weg gehst, versuche immer dein Bestes zu geben, ja? Oh, Mama. Dankeschön, Mama. Ist Petit eigentlich männlich oder weiblich? Ich denke mal, er ist männlich. Deswegen. Das ist der Notgrosch meiner Mama. Aber den kann ich nicht einfach so ausgeben. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich kann mir diesen Kauf nicht erlauben. Ah, na, wenn es so, das ist schade. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Ja, wann immer du willst, komm wieder, wenn du dich umentschieden hast. Solltest. Mich lass es mir mal durch den Kopf gehen. Jawohl, ja. Aber vielleicht ist es besser so. Spontankäufe sind so eine Sache. Wirklich schade. Aber lass es dir wirklich, sorry. Schneebedeck? Papa, ich hab Angst. Nee, was soll ich nur machen? Entschuldige, nimm das bitte. Pizza, etwas von einem sonderbaren Pokémon, okay? Oh, nanu, oh, toller Wetter, was ist los? Hey, du, oh, warte. Was war das denn gerade? Das riecht wie ein Kind vor. Nein, ich habe ihn aus den Augen verloren. Oh, so etwas, ja, wohin ist er nur verschwunden? Hey, du. Ja? Hast du gerade ein einzelnes Pokémon hier vorbeilaufen sehen? Ein Pokémon? Ein Augenblick. Nun mach schon, wir haben es eigentlich. Ja, mach schon, spuck es aus. Hilfe. Hey, langsam, Skorkler. Na, weißer Körper, ein wenig nervös. Hast du zwar eins gesehen? Also, um genau zu sein, er ist dort lang. Ja, auf geht's. Jawohl. Petit, dein Ernst? Oh, die waren ganz schön furchterflößend. Oh, mit Pokémon wie diesen möchte ich lieber nichts zu tun haben, dafür habe ich viel zu viel Angst. Na, ja, nö. Essen fassen, yeah! Vielen Dank für eure Geduld. Ich bin mit dem Essen vorbereitet fertig, ja, komm, Essenzeit, yeah! Ah, Kaffee. Die essen, ich trinke. Passt doch. Oh, puh. Oh, heute war ein wirklich langer Tag. Jawohl, ja. Oh, die beiden schlafen schon. Oh, morgen muss ich früh raus. Ich wollte auch so schnell wie möglich Ruhe finden. Jawohl, ja. Oh, gute Nacht allerseits. Okay. Einige Minuten später. Oh, schnarcht so laut, ich kann nicht schlafen. Ich würde Kakelo gerne aufwecken, aber... täte ich das, wäre sicherlich ziemlich wütend. Was für ein furchteinflößender Gedanke. Apropos furchteinflößend. Diese beiden waren heute früh. Und diese Pokémon haben mir wirklich einen Schrecken eingejagt. Jawohl, ja. Oh. Und kurz bevor die beiden hier auftauchten, war da dieses Pokémon, das zu fliehen schien. Und dann verschwand. Aber dieses Pokémon, vielleicht wurde es von den beiden furchterflößenden Pokémon verfolgt. Aber wenn das der Fall wäre, hoffe ich, dass er gut davon gekommen ist. Oh ja, stimmt ja, als dieses Pokémon weg vorbeirannte.
Boah, ich hasse Rückblenden. Entschuldige, ja, nimm das bitte. Er hält jetzt ein neues Dings. Nanu, oh, Donnerwetter, was ist los? Hey, ja, du, warte. Ja, genau in diesem Moment, oh, da hat mir dieses Pokémon was gegeben. Und kurz danach kamen die zwei Pokémon von diesem Pokémon vorbei. Und ich hatte solche Angst, dass ich das total vergaß. Aber irgendwie kann ich mal noch nicht. Vielleicht sollte ich es mir mal ansehen. Ziemlich alt. Sieht wie eine Karte aus. Ja. Da ist eine Markierung. Und da steht ja was geschrieben. Was das für geschrieben steht. Momentchen, das habe ich gleich. Sternhöhle. An dieser Stelle. Da gibt es also einen Ort namens Sternhöhle. Wie auch immer. Sternhöhle. Das klingt auf jeden Fall verlockend. Da muss er sich etwas ganz Besonderes befinden. Ich habe da so eine Ahnung. Ich kann nicht mehr schlafen vor Aufregung. Jawohl, ja. Ach nein, ich muss schlafen, wenn ich morgen erfolgreich trainieren möchte. Ich sollte wirklich schlafen. Gute Nacht allerseits. Schlafen. Ja, vorher Schlafenszeit. Bei dem Geschnarche könnte ich auch nicht schlafen, ey. Nächste Morgen. Hey, aufstehen, es ist morgen. Ja, wie? Aber was soll das? Wie lange schläfst du? Die Morgenansprache beginnt. Beeil dich! Ja, wessen Schuld ist es wohl, dass ich so müde bin? Zeige Schnarche, habe ich vom Schlaf abgehalten. Ja, war ja. Aber wenn ich jetzt nicht aufstehe, werde ich die Ansprache verpassen. Ich muss mich beeilen. Nein. Auf geht's. Drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Woo! Okay, gut, Pokémon, an die Arbeit. Hurra! Wie bitte? Ist etwas mit Nizza? Hör auf, Löcher in die Luft zu starren und hol dir einen Auftrag ab. Plaudergeil. Du weißt doch eine Menge, oder? Ja, das stimmt. Ich weiß eine Menge Dinge. Ich bin ein wandelndes Lexikon. Wolltest du mich etwas fragen? Du brauchst nicht zu zögern, trau dich und stell dir deine Frage, aber. Erfasse dich kurz, ich habe keine Seite verdrödeln. Ich traue mich kaum. Plaudergeil, weißt du etwas von einem Ort namens Sternhöhle? Ja, Sternhöhle, ja, davon habe ich schon einmal gehört. Ja, was? Oh, wirklich? Ja, natürlich habe ich das. Sagte ich nicht, ich bin ein wandelndes Lexikon? Nee. Nur die Sternhöhle ist ein legendärer Ort, nur weiß niemand, wo er sich befindet. Niemand weiß es, war Donnerwetter. Ah, genau. Es ist eine Legende, die seit Generationen weitererzählt wird. Doch eine Legende besitzt einen wahren Kern. Laut der Legende liegt etwas tief in der Sternhöhle. Es ist ein seltenes Pokémon, Jirachi. Jirachi, Alter, geil. Das sich dort befinden soll, und zwar in einem tiefen Schlaf. Man sagt, dass derjenige, der die Jirachi aufweckt, von diesem einen Wunsch erfüllt bekommt. Wie bitte? Es wird demjenigen ein Wunsch erfüllt? Oh, ein Wunsch, oh. Ein wünscherfüllendes, seltenes Pokémon. Das heißt Jirachi, ho. Hallo. Aufwachen, das ist nur eine Legende. Ich habe doch gerade gesagt, dass niemand weiß, wo sich diese Höhle befindet, oder? Hey! Hey, Bidiza, woran denkst du? Bidiza! Wenn ich Jirachi treffe, es kann ein Wunsch erfüllen, ho. Mein Traum. Der Beste. Mein Traum, der beste Erkunder überhaupt zu sein, Jirachi. Er könnte mir diesen Wunsch erfüllen, ja. Und ich besitze diese Karte, auf der die Sternhöhle verzeichnet ist. Die Karte befindet sich in meinem Besitz, jawohl, ja. Auf Sternen. Zurzeit bin ich der Einzige, der weiß, wo sich die Sternhöhle befindet. Das ist der Wahnsinn, unglaublich, jawohl, ja. Ich bin so glücklich. Ich könnte hüpfen vor Freude. Hey. Ja. Hey, mit dir ist alles in Ordnung, Bediza. Du sahst mir leicht weggetreten aus. Und du hast ganz schön deutlich in dich hineingegrinst. Ist etwas passiert? Nee. Aber überhaupt nicht, kannst du gar nicht. Ich habe gar nichts gedacht. Vor allem nicht an die Sternhöhle, Donnerwetter, nein. Ist das so? Du sagtest, du hättest an gar nichts gedacht. Aber das kommt ein wenig merkwürdig vor. Ich habe mich etwa verraten, Na, dein schelmisches Grinsen kommt doch nicht von ungefähr. Ich kann nicht glauben, dass gar nichts in dir vorgegangen ist.
als ob du im Stillen kaum an dich halten konntest vor lauter Aufregung. Aber scharf beobachtet. Als ob du vor Aufregung hättest umherhüpfen wollen. Nein, woher in aller Welt weiß er das? Hey, Belitzer! Oh ja, was gibt es denn? Du hast Besuch! Was, Besuch? Oh, Donnerwetter, Besuch? Für mich? Ja, genau, er wartet am Eingang der Gilde auf dich. Los, raus mit dir! Ah, oh, Schneebedeck. Ja. Och, du? Du bist der von gestern. Ja, schön, dich zu sehen. Mein Name ist Schneebedeck. Die Aufregung gestern tut mir sehr leid. Ach, schon gut. Was ist mit diesem flüssigen Pokémon, die dich gestern gejagt haben? Dir geht das gut? Ja, ich bin okay. Aber ich habe allerdings eine beängstigende Begegnung hinter mir. Was? Beängstigend? Aber was passiert? Ja, nach unserer Begegnung gab ich mein Bestes wegzurennen. Aber Kind vom Skokler holt mich ein. Endlich haben wir dich. Ist ja ganz schön beeilt, wa? Lass mich in Ruhe. Vergiss es, du weißt, wonach wir suchen. Gerade du sollst wissen. Nicht hier, die Karte ist nicht hier. Kindform, er hat die Karte nicht. Was? Du, wo hast du sie versteckt? Ich weiß nicht. Lügner! Autsch, egal was ihr auch macht. Ich werde euch nichts verraten. Weg. Er muss sie irgendwo versteckt haben. Suchen Sie. Suchen wir sie. Oh ja, das klingt wirklich beängstigend, jawohl ja. Apropos, da fällt mir etwas ein. Dieses Ding, wonach Kind, wo wir uns Korka gesucht haben, war das... Ganz genau. Dieses Ding, das ich dir gestern gegeben habe, Belitzer. Die alte Karte. Ich bin mir sicher, dass sie mir gestern geklaut worden wäre, wenn ich sie behalten hätte. Daher war es gut, dass ich mich dafür entschieden habe, sie jemandem zu geben. Ich sah dich, Belitzer. Als du fort warst, habe ich einen Schatzhalter herumgefragt. Und alle sagten, könne nur Belitzer von der Gilde sein. So kam ich hierher, um dir zu danken. Es tut mir wirklich leid. Vor allem wegen der ganzen Aufregung. Oh nein. Du brauchst dich wirklich nicht entschuldigen, Donnerwetter. Oh, mach dir deswegen keine Sorgen. Ich habe über die Karte nachgedacht, die du mir gegeben hast. Ist das wirklich die Karte zur Sternhöhle? Nein, ganz genau. Man sagte, dort lebt das seltene Pokémon Jirachi. Genau die Sternhöhle. Und wenn Jirachi begegnet, soll es seinen Wunsch erfüllen. Deswegen waren die beiden Pokémon auf die Karte hinaus, wo wir gerade dabei sind. Ich wollte dich noch etwas fragen. Oh ja? Worum geht es denn? Na, würdest du mit mir die Sternhöhle erkunden? Oh was? Oh, du möchtest mich dabei haben? Ja, ich möchte Jirachi treffen und um einen Wunsch bitten, aber ich bin nicht stark genug, um es sehr weit zu schaffen. Deswegen habe ich gehofft, dass du mich begleiten würdest, Belitzer. Auf dich ist wohl Verlass, Belitzer. Außerdem bist du nett. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber erkunden würde, Belitzer. Meine Bitte kommt sehr plötzlich, hoffentlich nicht ungelegen. Oh nein, ganz im Gegenteil, ja vorher. Aber die Wahrheit habe ich auch schon davon geträumt, mir etwas zu wünschen. Daher gerne. Ich möchte echt gerne mit dir zur Sternhöhle, jawohl, ja. Ja, wirklich? Juhu, ja, das macht mich so froh. Wenn wir zusammenarbeiten, ich bin mir sicher, dass wir Jirachi treffen. Okay, also beschlossen Schneebedeck und ich... die Sternhöhle gemeinsam zu erkunden, jawohl, ja. Nur war dann ja noch das Gildentraining, jawohl, ja. Deswegen... Was? Du möchtest vom Gildentraining beurlaubt werden? Aber mit Urlaub meine ich ja aber nur wenige Tage, jawohl, ja. Aber was ist der Grund dafür? Grund? Der Grund für meinen Urlaub, natürlich. Ich habe mich in letzter Zeit nicht so gut gefühlt. Jawohl, ja. Magenschmerzen, Magenschmerzen? Dein Magen ist mit Abstand der am besten trainierte von allen Gildenmitgliedern. Okay, der ist gut. Gestern Abend warst du wieder mal der Einzige, der Nachschlag wollte, oder einfach nicht? Und jetzt jammerst du über Magenschmerzen? Ich habe eben zu viel gegessen. Wirklich eigenartig. Nun gut, dein Antrag auf eine bisschen Freizeit wird bewilligt. Aber behindere die anderen Teams nicht bei ihrer Arbeit, in Ordnung? Oh, vielen Dank. Und so kam es, dass ich Plauder gerne anlügen musste. Aber es war eine Notlüge.
Für meinen Traum. Oh lol, die Part ist beendet, scheiße. Um meinen Traum erfüllen zu können, der beste Erkunder aller Zeiten zu werden. Oh, wenn ich das schaffe, werde ich auch keine Gildenaufgaben mehr vergeigen. Und niemand jemals mehr zur Last fallen. Oh, alle werden sich freuen, jawohl, ja. Was für eine seltene Gelegenheit. Die muss ich einfach nutzen. Ich muss einfach, jawohl, ja. So, Leute. Verdammt, Alter. Ich muss den Bart beenden. Naja. Ich würde sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.